Ach, das Leben ist so anstrengend. Da hast du aber recht. Weißt du, wovon ich immer träume? Dass ich reich und mächtig bin, dass mich die Menschen verehren und dass ich einen großen Harem habe. Na, dann träumen wir schön weiter. Wo soll das denn alles herkommen? Ich könnte mir mächtige Hilfe besorgen. Mächtige Hilfe? Und von wem? Ich sag ihnen, der Schöpfer des Universums selbst schickt mich. Und ich sage ihnen, dass sie mir gehorchen sollen. Etwa so. Gehorcht Gott und seinen Propheten. Gott hat seinen Propheten mit der wahren Botschaft für alle Menschen geschickt. Daran ist kein Zweifel. Und du meinst, das kaufen sie dir ab? Na sicher. Ich habe mir außerdem einiges überlegt. Zuerst drohe ich ihnen mit schlimmster Strafe, wenn sie mir nicht gehorchen. Oh, wer sich dem Propheten widersetzt, der widersetzt sich Gott. Und wer ungläubig ist, dem wird Gott die Haut verbrennen und ihn in die Hölle werfen, wo er Eiter und Dornen zu essen bekommt. Junge, du bist ja völlig irre. Oh, ihr Ungläubigen, Gott hat eure Herzen versiegelt und ihr seid die schlimmsten aller Geschöpfe. Na, wie findest du das? Darf ich ehrlich sein? Ja, bitte. Ich glaube, du wirst damit nur Streit säen und die Menschen gegeneinander aufbringen. Willst du das wirklich? Na klar. Schließlich habe ich ja auch was davon. Ich werde Gott einfach immer das sagen lassen, was ich gerade brauche. Gott befiehlt euch, dem Gesandten zu gehorchen. Gott befiehlt euch, für den Propheten zu kämpfen. Gott hat dir die Frauen erlaubt, die du im Krieg erbeutest, und alle Frauen, die sich dir anbieten. Gott hat dir befohlen, dein Versprechen zu lösen, o Prophet, das du abgegeben hast. Gott hat dir Beute versprochen, und ein Fünftel der Beute gehört dir. Gott befiehlt euch den Kampf, auch wenn es euch zuwider ist. Gott bestraft die, die dem Gesandten nicht gehorchen. Gott hasst die, die dumme Fragen stellen. Und? Was machst du, wenn du richtig Ärger bekommst? Was machst du dann? Ha, dann habe ich doch noch meine Anhänger, die für mich kämpfen und töten. Ich werde Gott ihnen einfach das Paradies versprechen lassen. Ich werde die Dörfer meiner Gegner auslöschen, die Karawanen überfallen, ich werde reiche Beute machen, die Menschen versklaven, die Frauen schänden und Gott die Verantwortung geben. Bist du völlig irre geworden? Ich kann das nicht zulassen, dass du hier Mord und Raub verkündest. Ha, kannst du nicht? Wahrlich, schlimmste Strafe ist denen, die sich Gott und den Propheten widersetzen. Nicht wahr, mein Freund?